Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zu einem neuen Projekt in Total War Warhammer 3. Ich habe mir gedacht, wir gönnen uns jetzt mal Echsenmenschen, dass wir auch mal in anderen Gefilden der Warhammer World unterwegs sind. Und ich habe mir eine kleine Challenge überlegt, die ich hoffe einigermaßen zu Gorok passt. Und zwar habe ich mir überlegt, weil er ja letzten Endes quasi der große Verteidiger ist, hat er das in meiner Version so dermaßen übertrieben verinnerlicht, dass es uns verboten ist, Kriege zu erklären. Ich darf also quasi nur auf Kriege reagieren. Das bedeutet also, wir werden kein großes Problem haben. Aber was noch viel größeres Problem ist, ich darf auch nicht angreifen. Ich darf also nur verteidigend reagieren. Und das könnte eine schon ordentliche Portion schwieriger für mich sein. Das bedeutet also, ich darf Siedlungen nicht angreifen, also nur wenn sie ausfallen und dann letzten Endes die Verteidiger niederkämpfen oder zu Ende belagern. Und die andere Seite ist halt, wenn ich halt sehe, dass feindliche Armeen in meine Länder reinkommen, dann kann ich halt nur mit Hinterhalten darauf reagieren oder den Angriff einfach annehmen. Ich bin gespannt, wie weit ich damit kommen werde. Und ob wir damit eine große Chance haben letzten Endes. Wir spielen auf jeden Fall wieder sehr schwer, sehr schwer. Und ich lasse jetzt in dem Falle hier mal einfach hier die 100 Turns, bis es eskaliert. Beziehungsweise bis 150 spätestens. Da soll es dann letzten Endes dann irgendwann mal passieren. Bis dann irgendwie so eine Endgame-Krise triggert. Und ich bin am Überlegen, was für eine wir nehmen sollten. Diplomatie für dieses Szenario aktivieren? Was? Diplomatie für Szenario-Fraktion aktivieren. Ach so, dass man mit denen noch Diplomatie machen kann. Okay, das ist neu, so wie es aussieht. Nee, ultimative Krise finde ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Ich würde fast sagen, dass... weil die Rattenflut war ja ein klein wenig ein Reinfall. Ich glaube, ich würde... Für das hier eventuell will ich die schwarze Pyramide aktivieren. Es gibt eigentlich relativ wenig, was für uns Echsenmenschen hier eine große Rolle spielen würde. Ich glaube, das Sinnvollste ist immer noch der größte Wag. Machen wir der größte Wag, würde ich einfach mal sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das... Also Echsenmenschen, sage ich jetzt mal, gibt es natürlich viele Gründe, dass die quasi gegen diese Fraktion kämpfen, aber eigentlich müssen sie normalerweise zu uns kommen, also in den Dschungel. Was soll's, wir starten, meine lieben Freunde, und gucken mal, was daraus für uns nun resultiert. Ich habe ihn ja schon mal vor einigen Wochen, sind sogar schon wirklich einige Wochen, angespielt in so einem kurzen Video und hatte damals schon eigentlich richtig Bock, ihn ausführlicher zu spielen. Und ich habe schon eine ganze Weile keine Echsen mehr gespielt. Das letzte Mal, dass ich sowieso richtig ausführlich gespielt habe, war ja mit Mastermundi und dem Exodus, den ich damals gespielt habe. Und dieses Mal spielen wir quasi wirklich der ewige Verteidiger. Und jetzt bin ich gespannt, was das für mich bedeutet letzten Endes. Weil im Kern bedeutet das, ich darf nicht mal die Initialschlacht schlagen. Das ist halt sehr, sehr wichtig, weil das bedeutet, dass halt auch die Charakterentwicklung ein bisschen langsam sein wird und wir deswegen wichtige Level-Ups nicht unbedingt sofort bekommen. Das ist halt eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, mit der ich jetzt halt irgendwie klarkommen muss. So, aber es geht los, Freunde. Und damit beginnt es also. Ja, aber du machst es trotzdem sehr, sehr passiv, mein lieber Freund. Also gut. Wir sind, wie gesagt, die Fraktion... Moment. Wo war nochmal der Fraktionsname? Hier. Da oben. Die große weiße Echse. Wir haben... Folgende Vorteile, wie ihr sehen könnt. Ritus des Widerstandes, Barrieren und Verteidigungsboni für Saurus-Einheiten. Beginnt den Kampf, die Kampagne mit der Kontrolle von Lord Kroak. Das ist natürlich ein Riesenbonus. Aber wie gesagt, dass es nicht so einfach wird, habe ich mir deswegen jetzt hier diese Schwierigkeit auferlegt. Trefferpunkte der Barriere für alle Einheiten bei Verteidigungssiedlungen wird um 500 erhöht. Und Defensivvorräte haben wir auch noch plus 500.
Also wir sind auch so schon sehr, sehr stark auf die Defensive ausgelegt. Muss man an der Stelle sagen. So, ich gehe jetzt hier mal rein und gucke jetzt mal, was ich jetzt hier machen kann. Wir haben momentan Kschotel momentan noch nicht im Griff. Was ich allerdings machen darf, Leute, das ist schon mal hier rüberlaufen und eventuell schon mal ihn vielleicht anlocken, denn ich werde auf jeden Fall da drüben hinlaufen und das Ding dann versuchen zu belagern. Ansonsten kann ich hier gerade eben relativ wenig tun. Natürlich kann ich jetzt auch hier nichts rekrutieren. Ich sehe jetzt mal zu, dass wir hier Wachstum generieren und schon hier auf die nächste Stufe hochgehen. Irgendwelche Helden rekrutieren kann ich noch nicht. Diplomatie ist mir völlig normal erlaubt. Schauen wir mal, ob da schon irgendetwas geht. Nee, da geht leider rein gar nichts, wie wir hier sehen können. Also können wir schon mal jetzt hier in den nächsten Turn gehen und schauen, was da so auf uns zukommt. Bin gespannt, ob sie uns angreifen werden oder ob sie es sein lassen. Vielleicht gehen sie ja sogar hier nach Kschotel rein. Nee, er ist tatsächlich nach Norden weggelaufen, okay. Oh, damit sind wir auch schon so gut wie wieder dran. So, jetzt darf ich das hier machen. Also ich darf jetzt nicht angreifen oder sowas. Ich darf tatsächlich nur umkreisen und hoffen, dass halt sie jetzt von meiner Seite, von ihrer Seite aus angreifen. Und forschen können wir jetzt auch schon. Tafel der Brut, Rekrutierungskosten für Skinks und so weiter und so fort reduzieren. Dann schauen wir mal auf die Diplo. Die Wächter von Xeti sind jetzt bereit, mit uns einen Nicht-Angriffspakt zu machen. Das finde ich ganz gut. Andere sind an uns noch nicht interessiert. So, dann gehen wir schon mal direkt weiter und gucken mal, was jetzt passiert. Eventuell greifen sie jetzt ja doch an oder auch nicht. Für mich hat das ganz, ganz große Problem, ne, dass ich halt auch nicht einmal aktiv Jagd auf irgendwelche Bestien machen kann. Das sind so Nadelstiche, die uns richtig übel zusetzen können an der Stelle. Da müssen wir auf jeden Fall lernen, damit zu leben. Also ich habe dann irgendwelche Probleme dann mit, wie heißt es, Korruption, gegen die ich nichts machen kann, wenn da Einheiten rumlaufen, also Armeen rumlaufen. Und. Wie viel Verteidigung habe ich hier eigentlich? Okay, eigentlich müsste das reichen, falls die dumm genug sind, um anzugreifen. Ja, wir machen hier direkt weiter im Grunde. Das große Problem ist halt auch, dass ich halt auch keinen Ausfall machen darf. Das ist ein Riesenproblem. So. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich selber habe es nämlich noch nicht wirklich ausprobiert. Einmal eine Challenge, die ich mir selber gebe. Aber wie gesagt, wenn ich wüsste, dass es geht, wäre es ja keine Challenge, ne? Logischerweise. So, dann läuft der hier immer noch fröhlich rum. Wir haben uns auch schon eine Krankheit hier eingefangen, die aber zum Glück nicht wirklich eine Rolle spielt. Ja, also die haben hier so langsam aber sicher Trouble. Wir gucken hier weiter auf die Diplo, mit der nach wie vor nicht wirklich was geht. Die gute Nachricht ist, wir sammeln halt auch ein bisschen Geld an. Also es ist jetzt nicht so mega hart viel, es ist halt so ein bisschen, ne? Der Gedanke ist halt einfach dahinter quasi, er ist halt einfach so dermaßen programmiert auf Verteidigung, dass er, dass es ihm völlig gegen seine Natur läuft, in meiner Version von Gorok, einen Angriff zu befehlen. Das, ist natürlich jetzt wieder mal ein sehr, sehr extremes Beispiel. Aber was soll's? So, Mission erteilt, tötet 500 Feinde der Schlacht, dann bekomme ich, drei gesegnete Saurüssel. Ja, ich kann jetzt mal nur hoffen, dass die früher oder später angreifen werden. Hier kann ich jetzt endlich das Gold machen. Verteidigung kann ich auch noch nicht machen. Hier Kontrolle wäre nicht schlecht, aber ich brauche eigentlich noch mehr Geld. Das ist halt das Ding. Der Witz ist übrigens, man startet hier, das ist immer noch so, das habe ich eigentlich reported, schon ganz früh. Man startet dieses Spiel auf Stufe 1, nach wie vor noch mit Itza auf Stufe 1, hat aber schon Stufe 2 Gebäude. Das ist eine sehr, sehr wilde Welt, in der wir hier leben. Keine Regeln gelten mehr. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wisst ihr, sie hätten halt von Anfang an dann Itza halt auch auf Stufe 2 machen können. Oder sie halt einfach quasi nicht das Rekrutierungsgebäude von Anfang an drin haben. Aber ich glaube, sie wollten das Rekrutierungsgebäude von Anfang an drin haben.
Damit du halt wahrscheinlich einfach gleich von Anfang an Echsen rekrutieren kannst, aber I don't know. Ich kann nur mutmaßen. Es kommt mir auf jeden Fall nicht ganz richtig vor. So. Ich glaube, so langsam aber sicher kann ich auch nochmal einen zweiten Kommandanten jetzt mal rekrutieren, der für mich dann auch andere Einheiten rekrutiert. So, mehr Stufen bei den Skinks. Dann gucken wir mal, was wir haben. Einen Rotkamm-Skink oder, nee, ich nehme schon ein saures Hornnacken. Ja, einen, der listig ist. Ne? Das wird für unsere Sache sehr, sehr wichtig, dass wir Hinterhalte stellen können. Also, wir holen uns jetzt einen von denen. Und der rekrutiert für mich jetzt hier schon mal zwei Sauri. Am liebsten hätte ich ja eigentlich gerne welche mit Schild, aber die werden wir dann einfach später austauschen müssen. So, dann. Gibt es hier immer noch keine Möglichkeiten, hier irgendwie zu verfahren? Machen wir also weiter. Währenddessen der Typ hier immer noch durch die Lande zieht. Und das bedeutet halt auch letzten Endes, wir werden halt unter Umständen halt deutlich weniger Schlachten sehen, ne? Aber ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Ich finde, das ist einfach auch mal interessant, einfach mal eine andere Vorgehensweise zu wählen, die nicht so brachial nach vorne gerichtet ist. Und einem so ein bisschen auch die Initiative nimmt, was ja meistens in Kriegen so ziemlich wichtig ist, die Initiative zu haben. Und wir nehmen sie uns selbst auferlegt. Wir holen uns nochmal zwei von denen, ja. Wie gesagt, ich werde die später noch austauschen gegen welche mit Schilden. Wow, die Diplomatie ist mal wieder sehr, sehr total warlike. Dupp-di-dupp-di-dupp. Schotel. Mich wundert es halt, dass die KI nicht mal versucht, ne, sich dagegen zu wehren. Ich meine, die sind jetzt demnächst schon so dermaßen runtergehungert. Am Anfang hätten sie wahrscheinlich noch in Kombination uns ziemlich ärgern können. Aber so langsam aber sicher ist der Drops gelutscht. So, noch vier Turns und da ist auch schon der erste Level-Up für Lord Kroak. Ich nehme hier natürlich als allererstes die Erlösung von Itza. Das ist super wichtig. Das sind die wichtigsten Zauber, die wir hier haben, die einen riesen Mords-Damage machen. So, noch mehr Gold, please. So, jetzt gehen wir mal auf ein paar Wurfspeer-Skinks. Und gehen direkt mal weiter. Ich verzichte jetzt hier direkt auf den Blick auf die Diplomatie. Spielt für uns ehrlich gesagt keine allzu große Rolle. Der Gag in der ganzen Sache ist, dass wir durch diese Situation auch sehr, sehr früh schon in den Waag hineinkommen werden. Also ich meine halt auch folgentechnisch. Ne? Wir heizen hier gerade eben schon mit einer ordentlichen Geschwindigkeit durch. Weil wir hier gerade eben noch gar keine Schlacht gespielt haben. Weder die Initialschlacht noch diese hier, die man normalerweise längst gemacht hätte. So, noch drei Turns hier. Dann holen wir uns nochmal zwei von denen. Das hier braucht noch drei Turns. Die sind schon ziemlich weit unten, wie man hier sehen kann. Bei Quetzer muss ich später auch noch hin. Man sieht aber auch, dass diese Fraktion sich nicht wirklich entwickelt, ne? Das finde ich sehr, sehr interessant. Die rekrutieren also auch keine Einheiten. So, die Wächter, mit denen würde ich ganz, ganz gerne jetzt mal Handel treiben. Sehr nett von ihnen. Dass wir jetzt wenigstens wieder über 1000 sind. So, weiter geht's. Und durch all das werden wir halt sehr, sehr krass dem anderen hinterherhinken. Was uns halt einen klaren Nachteil gibt, ne? Also normalerweise gewinnst du diese Kampagnen ja auch häufig darüber, dass du am Anfang schnell bestimmte Gebiete eroberst und dadurch eine gewisse Stärke aufpasst, weil jeder Turn bedeutet ja im Grunde Machtgewinn, wenn man die richtigen Dinge tut. Und auch das nehmen wir uns durch diese Strategie. Okay, Ritus ist erweckungsausgewählt, Wächter von Xeti. Kontrolle plus 1 für ihn, es ist ein Zuchtmeister.
Okay, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mit ihm hier runtergehe und selbiges hier belagere. Ja, wäre jetzt hier ein Pyrrhus-Sieg. Wir umkreisen das hier. So, dann haben wir jetzt hier schon mal diese zwei Dinge jetzt hier an den Start gebracht. Und sobald wir das hier haben, wandern wir mit ihm hier eventuell rüber. Beziehungsweise versuchen vielleicht einen Hinterhalt gegen den hier zu legen. Denn den müssen wir ja auch noch irgendwie auslöschen. Was aber noch so ein gutes Stück mit Glück zu tun haben dürfte. Wir haben gleich Turn 10 und wir haben noch nicht einmal Level 2 mit Gorok. Bin jetzt schon mäßig begeistert von unserem Potenzial, was wir hier nicht entfalten. Aber es ist echt interessant, wie die nichts tun, ne? Wenn man sie nicht angreift. Stehen einfach so rum. Rang bei der Rekrutierung für Skinks kommt halt relativ spät. Und jetzt können wir auch Rang für die Sauri erhöhen, beziehungsweise mehr Handelsressourcen. Das mit den Handelsressourcen mache ich aber erst später. Wie gesagt, ihr macht jetzt hier so noch weiter. Das dauert noch einen Turn. Und bei der Diplo wird sich nicht viel getan haben. Nee, hat's auch nicht. Also gehen wir direkt weiter. Dann gehört uns nämlich jetzt Xotl und damit ist das hier geregelt im Westen. Dann müssen wir noch die Sache mit dem hier klären und dann im Osten auch noch zuschlagen. Bebenschlick, Siebtbeuliger. Ach, guck mal, und jetzt machen sie ihren Ausfall am Ende doch. Besser spät als nie, heißt es immer so schön, ne? Komm, den gönnen wir uns. Das ist so lächerlich, ich weiß. Aber ich bin gespannt, ob ich das regeln kann mit Gorok alleine. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich... Oder nee, genau, mit Gorok alle zusammen und dann einmal ordentlich einen fröhlichen Itza drauf, ne? So sehe ich das gerade eben. Das ist nun mein Plan. Und die Truppen erstmal einfach da hinten stehen lassen. Der Chef regelt sich das selbst, das ist Chefsache. Der große Verteidiger, der er ist. So, komm schon. Schneller. Bitte laden Sie. Danke. Ich werde tatsächlich die Truppen hier so da hinten hinstellen. Der kann hier ja fröhlich heilen, was ich eigentlich ganz gut finde. So, und ihr seid jetzt hier. Aufstellung starten. Gefecht beginnt. Da vorne sind sie. Jetzt müssen wir sie halt irgendwie einsammeln gehen. Also wie gesagt, jetzt hier einen Angriffsbefehl darf ich schon setzen, weil das wäre ab einem gewissen Punkt ja nur noch lächerlich. So. Highspeed-Modus. Attacke. Na. Uff. Ich möchte, dass er sie einsammeln geht. Völlig übertriebene Magie, die ich da jetzt hier rausrotze für die paar wenigen. Sind wir mal ehrlich. Da war's vorbei. Sodele. Es ist halt schon komisch, dass sie halt am Ende hecht diesen YOLO-Ausfall machen, wenn sie halt überhaupt gar keine Chance mehr haben, ne? Da sehe ich halt dann schon noch Diskussionswürdiges, was die KI angeht, also die Kampagnen-KI. Da müsste eigentlich sie versuchen, irgendwie ganz früh
mit der anderen Armee noch zuzuschlagen, weil sie hat ja de facto zwei Siedlungen. Okay, dann dürfen wir das jetzt hier besetzen. Und die gute Nachricht ist, dass ich dadurch jetzt hier halt auch direkt weiter marschieren kann. Kann also jetzt versuchen, denen hier aufzulauern. In der Hoffnung, das klappt. So, weil wenn ich mich nämlich jetzt hier hinstelle, in den Hinterhalt, sollten wir eine realistische Chance haben, dass er jetzt darüber marschiert. Ich werde sie sogar noch so weit provozieren, dass ich hier sogar noch jetzt hier einen Bauenauftrag gebe, der in der Regel die KI sehr, sehr hart reizt, anzugreifen. So. Dann gehen wir in den nächsten Turn. Denn ihr müsst, wie gesagt, eines wissen, das betone ich immer wieder, ihr könnt die KI weitgehend ein bisschen nach eurer Pfeife tanzen lassen. Denn wenn sie glaubt, dass es für sie ein easy Pick ist, wird sie angreifen. Und sie wird erst recht angreifen, wenn ihr etwas baut. Wenn ihr etwas baut, dann greift sie an. Wenn ihr etwas repariert, was beschädigt ist, dann wird sie sehr wahrscheinlich angreifen. Tut ihr das nicht, sinkt die Wahrscheinlichkeit anzugreifen, weil für sie dann in dem Moment zwar der Gedanke da ist, klar, ich könnte jetzt draufhauen, aber ich mache dem Spieler ja damit kein Geld kaputt. So tickt die KI, das ist meine persönliche Beobachtung. Und jetzt gucken wir mal, was der jetzt hier macht. Wenn ich Glück habe, fällt der jetzt drauf rein. Wenn ich Pech habe, nicht. Und schon haben wir eine Kriegserklärung hier mit Rakard. Und der ist jetzt hier auch mit am Start. Und jetzt bleibt die Kamera hier drüben stehen und wir sehen nicht mehr das, was wir vorher gesehen haben. Was natürlich schon ein Stück weit schade ist. Im schlimmsten Falle werden wir diesen Typen nie los. Kommt es aber natürlich drauf an, was er tut. Nee, der ist nicht auf uns reingefallen. Der ist jetzt dahin gelaufen. Interessant, der läuft jetzt einfach hier durch die Gegend. Ja, dann gehe ich jetzt einfach mal so dahinter rein, ne? Da bin ich jetzt relativ schmerzbefreit, was das angeht. Früher oder später wird er irgendwo reinstolpern. Und wir machen direkt weiter. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon ein bisschen Stress durch all die anderen Kriegserklärungen. Wir werden es also jetzt hier mit Skaven zu tun bekommen. Und mit Rakard. Mit seinen Dunkelelfenbestien. Und halt beides gleichzeitig. Da sage ich nochmal Prost Mahlzeit, ne? Was ist denn der jetzt schon wieder hin? Der ist nach Norden abgehauen, glaube ich, oder? Ich habe es nicht wirklich gesehen. Okay, hier machen wir nicht Angriffspakt, damit kann ich leben, aber ich handle natürlich noch mal ein bisschen mehr für raus. Ich meine, ich bin ja zum Glück nicht alleine hier in Lustria. So. Rätselhafte Rationen. Oh nein! Weniger Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Und da hat er jetzt wieder einen Level up. Ich werde die Erlösung von Itza nochmal günstiger machen, weil das ist eine der wichtigsten Zauberstechen. Er hat immer noch nur Level 1, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist halt unterirdisch für seine Verhältnisse. So, die sind immer noch 6 Turns dabei. Die haben schon sehr viel jetzt hier verloren. Da können wir gespannt sein, was das für uns jetzt hier gleich bedeutet. Nein, ich wollte nicht das klicken. Ich wollte hier nochmal durchklicken, aber hier ist nach wie vor nichts möglich. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob er versucht, Quetza zu verteidigen. Also indem er da quasi jetzt angreift. Oder ob er es nicht tut. Ich weiß gar nicht, ob... Nee, er war noch nicht dran. Der ist aber jetzt demnächst dran. Da! Ja, jetzt kommt hier der Ausfall und jetzt können wir tatsächlich hier das hier machen. Jo! Auf die Art und Weise kann man auch das Gebiet hier erobern. So. Erledigt. Also damit haben wir dann doch eine Fraktion nun in der rein Defensive besiegt.
Quetzal erobert, Kschotl erobert. Itza haben wir sowieso schon. Bei dem Kampf getötet, bla bla bla. Wir haben eine Waffe bekommen, das ist nice. Jetzt haben wir die drei gesegneten Saurus-Krieger auch noch bekommen. Das hier können wir noch nicht machen. Oh, das ist halt sehr geil. Führerschaft plus 20 beim Kampf gegen Skaven. Einkommen aus Beute nach der Schlacht. Fraktionsweit. Dauert halt noch lang, bis wir das machen. Ich muss jetzt erstmal hier nochmal erweitern. Jetzt gebe ich dir die gesegneten Saurüssel. Jetzt haben wir hier immerhin schon eine bessere Armee. Und wir sehen, ne, obwohl die ihren Level-Up mehr haben, haben die Gesegneten halt mehr Nahkampfangriff. Und sie haben deutlich mehr Waffenstärke. Sie haben mehr Angriffsbonus. Ja, das war's auch. Und sie haben vor allem noch diesen wunderbaren, perfekte Vitalität-Perk. Das heißt, umso länger der Kampf dauert, ja, desto weniger interessiert sie das letzten Endes. Sie werden einfach nicht müde. Okay, wir wissen, dass hier unten die Skaven sind. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Truppen, die ich rekrutieren möchte. Moment, ich gehe dafür jetzt auf jeden Fall mal bis hier. Denn der Hauptfeind wird wahrscheinlich von hier unten jetzt kommen. Genau, da unten stellen sie sich jetzt auch schon auf. Jetzt hat halt er tatsächlich den großen Vorteil, dass er schon jetzt hier zwei Level-Ups sich gönnen konnte. Ich gebe ihm auf jeden Fall schon mal die inspirierende Gegenwart. Und will ich ihm den Marschierer geben? Nee, ich gebe den Sauri von ihm hier einen kleinen Angriffsbonus. So, und dann rekrutieren wir nochmal zwei von den Skinkies hier, denn eine Full-Stack-Armee zu haben, wird wichtig werden. Ich werde dann auch später diese Teile dieser Truppen dann ihm noch hier zuteilen, damit Gorok mit einer guten Full-Stack-Armee ausgestattet ist. Clan Tuapek, da kann ich, so wie es aussieht, schicke Deals machen. Ich glaube, ich gehe sogar schon auf das Schutzbündnis. Das klingt für mich sehr, sehr verlockend. Warum auch immer Xeti da nicht vorgeprescht ist, ich weiß es nicht. Aber es soll mich auch jetzt gerade eben nicht unbedingt belasten. Ich möchte noch kein Geld zum Fenster rauswerfen, danke. Wir haben auf jeden Fall die komplette Kontrolle jetzt hier über dieses Gebiet. Was wollen wir denn machen hier? Angleichung der Ordnung. Kampfbonus hier. Ne, ich gehe erstmal auf Wachstumsboni hier. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Skaven uns jetzt hier angreifen werden. Es wird auf jeden Fall ein Kampf um den Hinterhalt, den wir beide wollen. Und deswegen wird es auch für mich wichtig, relativ bald mal irgendwo, wenn es möglich ist, einen Skink-Häuptling zu rekrutieren, den ich als Agent durch die Gegend schicken kann. Einfach um eine höhere Chance zu haben, feindliche Armeen aufzudecken. Zum Glück haben die mir noch nicht den Krieg erklärt. Die Untoten sind etwas ätzend für uns. Durch ihren Beschuss. Die Blutware sind vernichtet. Okay, Xeti hat es auch hinter sich. Ritus des Erweckens ist freigeschaltet worden. Wir könnten dann jetzt dann Magierpriester holen, aber ihr seht, für alles andere sind wir einfach noch viel zu arm hier an der Stelle. So, ich gönne dir jetzt auf jeden Fall mal. Wir haben schon 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Dann ist diese Armee jetzt hier eine Full Stack, in Anführungszeichen. Jetzt gehe ich im Hinterhalt bis hier und hoffe, dass sie angreifen werden. Weil wenn nicht, ist das nicht gerade gut für uns. Das Problem ist, was soll ich denn hier damit machen? Erklärt der Fraktion den Krieg. Das werde ich nicht tun können, liebes Spiel. Das verbietet mir meine eigene Agenda. So. Also, Xeti ist weg. Oh, die fahrenden Ritter von Bordeaux mache ich auf jeden Fall einen Nicht-Angriffspakt, weil mit denen muss ich nicht unbedingt auch noch Stress haben.
Dinge, die man nicht unbedingt haben muss. Und damit sind wir fertig für die erste Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es gefällt euch, was ich hier vorhabe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.